Lieben, und herzlich willkommen zu unserem Sonntag. Leonie hat gute Laune. Sie musste uns nämlich zugucken, wie wir dekorieren. Fertig geworden. Ja, willst du mal zeigen, so ein bisschen? Ja. Das habt ihr bestimmt schon in unserem Deko-Video gesehen, aber. Genau. Also, wir haben hier schon unseren Weihnachtsbaum. Da oben haben wir noch ein paar Sachen. Ja. Hier haben wir eine Mini-Welt und unseren neuen Stern. Ja. Hier haben wir ganz viele Kerzen. Noch mehr Kerzen und noch mehr Kerzen. Und hier noch. Ich zeige euch mal, wie viele Plätzchen von gestern übrig geblieben sind. Das sind tatsächlich nur noch die. Ich habe aber übrigens noch oben, aber da sind nicht mehr viel, ich glaube 10 oder so, für den Opa von Roy. Da wollen wir nämlich ein Päckchen schicken. Und da kommen noch die Lebkuchenmänner, die Sena dann morgen backen möchte, kommen dann dazu. Ja, wir haben schon Mittag gegessen, es ist schon 12:30. Ich habe nämlich Gulasch von gestern noch ganz viel gehabt. Da haben wir das gegessen, ne? So, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Ich habe übrigens auch hier ein bisschen Weihnachtsdeko hingestellt. Mit Lukas, der zieht sich jetzt an. Ich ziehe meine warmen Schuhe an. Klein liegt schon da. Freust du dich schon auf deinen ersten Brei? Ja, wenn wir zu Hause sind. Gehen wir erstmal die Sonne genießen. Ist so schön warm draußen. Ach, jetzt schaut mal, wie es hier aussieht. Die ganzen Kartons müssen klein gemacht werden. Und in die blaue Tonne. Aber ich glaube, da passt nichts mehr. Ich muss gleich mal gucken. Dann mache ich das noch. Weil das sieht doof aus. Wenn es nicht reinpasst, dann stell ich das in Kilo erstmal. Luki, kommst du? Mach mal schon mal Licht. Oh, meine Jacke. Ja, normale Dinge halt, ne? Wer macht das nicht? Nur an der frischen Luft kann man besser schlafen, gell? Ja, es ist warm, hab ich doch gesagt. So warm mit dicker Jacke. So, mal wieder in der Küche. Die Kleine schläft jetzt voll lange schon. Die will wohl kein Brei essen. Und Selina und ich machen jetzt was zu essen, denn wir haben Hunger. Und haben überlegt, dass wir einen Couscous-Salat schnell machen. Brauche ich einen kleinen Topf schnell. Das mache ich Öl rein, dann kommt Gurke rein. Und ich brate Paprika an. Im Öl und Zwiebel. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel. Ich kann drauf wetten, dass die Kleine jetzt wach wird. So, Zwiebel. Ja, das reicht. Wir haben jetzt alles reingemacht, was wir hatten. Zwiebeln, Paprikas. Ich habe jetzt alle drei genommen. Und Petersilie, und das haben wir jetzt nur mit gekochtem Wasser drüber. Ich hoffe, das wird auch reichen. Dann mache ich das Gläschen für die Kleine schon mal raus. Wenn sie wach wird, dann kriegt sie das Gläschen. Mein Papa hat das übrigens für die Kleine gekauft. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das war bei Sena und Lukas. War nicht Karotte gegeben habe, schon ab dem vierten Monat sowas ungefähr. Kurz danach. Und ich weiß aber nicht, wann ich dann abends so ein Milchreis oder sowas gegeben habe. Wie lange man da so Abstand halten muss. Ich habe ja morgen sowieso einen Kinderarzttermin zum Impfen. Mit der Kleine werde ich mal fragen. Vieles ändert sich ja auch mit der Zeit, ne? Und Selina ist ja schon 13 und Lukas 10. Ja, schon lange her. Wir haben gerade unser Deko-Video fertig gemacht. Sieht so schön aus, obwohl der Baum unecht ist. Stimmt's? Ich sehe den Baum immer noch hässlich. Oh. Mein Sternchen. Den Stern habe ich euch verlinkt in der Infobox. Und die schönen Geschenke auch. Mega schön. Ja, ich bin zufrieden. Ich nicht. So, ich habe jetzt hier Tomatenmark und Wasser reingemacht. Und Brühe, Salz und Knobigewürz. Genau, und das alles kommt jetzt hier rein. Und dann am Schluss die Gurke. Endlich ist sie wach. Jetzt hat sie eine Milch bekommen. Also ich muss sagen, wenn wir spazieren waren,
schläft sie danach so gut. Ich bin voll aus der Puste, ich war gerade unten die Kamera holen. Selina macht gerade Ordnung auf ihren Schreibtisch, denn sie möchte den Computer von oben auf ihren Schreibtisch haben. Weil ich den am meisten benutze. Genau, sie benutzt den am meisten und ich benutze den gar nicht mehr. Deswegen, stellen wir den hier hin. Außerdem ist Selinas Schreibtisch der größte im ganzen Haus. Lukas sein ist ein bisschen kleiner. Und mein Schreibtisch, der oben ist, das ganz mini. Der kann dann in den Keller, weil braucht man ja nicht. Da hast du mehr Platz. Ja, eben. Ist doch cool. Und wir haben jetzt gesagt, sie hat jetzt eine Milch gekriegt, weil sie war unruhig, dass wir jetzt eine halbe Stunde, 40 Minuten warten und dann kriegt sie ihr Brei. Denn wir haben es jetzt, wie viel Uhr haben wir es jetzt? Mal gucken. 17 Uhr fast. Ja. Aber ich wächst ja nicht, wenn sie schläft, also von dem her. Ja, das ist, müsste auch oben sein in der Kiste. Hallo. Ja, hallo. Guck mal, da ist ein Baby. Oh, da ist ein Baby. Guck mal, das guckt dich an. Dein Mülleimer ist aber auch schon wieder voll. Da unten. Nein, eher nicht, weil ich drücke nie drauf, deshalb. Okay. Sieht nur so aus. So, fertig. Und Selina nutzt es jetzt und räumt ein bisschen auf hier. Und mistet aus vor allem. Selina möchte Leonis Gläschen essen. Mhm. Jetzt für mich. Aber die Kleine, nicht mich. Ja, so, schau bitte. Mal. Schau mal. Gleich alles rausmachen. Na, guck mal. Probier's doch mal. Jetzt haben wir gerade das weiße Lätzchen genommen, gell? Guck, sie spuckt alles aus. Oh, ja, schmiert hier alles voll. Und? Tja, also einen Löffel haben wir geschafft, gell? Mit 50 mal rausspucken. Und wir lassen sie jetzt aber in Ruhe. Morgen kriegt sie dann den Rest. Okay? Und Schatz. Beziehungsweise das Gläschen ist ja noch voll. Ja, so ein Plastik-Lätzchen holen. Zum Abwischen, weil das hat keinen Sinn. Und ihre neue Jacke ist voll geschmiert. So, jetzt müssten wir weiter aus. Die hat schon die ganze Playmobil hier in die Kiste getan. Behalten wir natürlich für die Kleine. Die ganze Kiste und da ist noch mehr. Oh Mann. Der Roy hat übrigens auch jetzt mit dem Handy hinter der Kamera gefilmt. Der hat übelste Kopfschmerzen. Ich habe ihm jetzt eine Tablette gegeben, damit er sich ausgeruht. Ich denke mal, das kommt vom Rücken. Das ist bei mir nämlich auch so. Wenn Rücken weh tut, dann tut auch der Kopf weh oder wenn was verspannt ist. Aber er muss sich jetzt auskurieren, weil morgen muss er wieder arbeiten. Oh, ist voll warm in deinem Zimmer. Geht die Heizung an? Ja, wir werden jetzt hier weiter ausmisten. Morgen nehmen wir euch wieder mit. Genau. Ich muss morgen früh auf jeden Fall ganz schnell zu kaufen, denn ich habe kein Wasser mehr für die Kleine. Die eine Flasche ist schon fast weg. Hm? Ja, auch keine Milch. Milch, genau. Ja, Dienstag gehen wir sowieso einkaufen, aber... Ja, und eine Butter, weil Selina wollte ja die Lebkuchen. Morgen, Mausi, was machst du? Du, die verrenken. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Tschüss.